Sehr herzlich begrüßen darf. Der Verein Haus der Donauschwaben beschließt seinen kulturellen Jahresreigen mit Literatur, genauer gesagt mit einer Lesung. Der Jahreszeit entsprechend steht im Mittelpunkt der heutigen Lesung das Thema Winter, Advent und Weihnachten. Vorgetragen werden Gedichte, die aus der Feder donauschwäbischer und deutscher Autoren stammen. Hinzu kommen Erzählungen. Sie wurden nach der bereits erwähnten Thematik und nach ihrer sprachlichen Ausdrucksweise ausgesucht. Sowohl die Auswahl als auch die Reihenfolge der Gedichte und Erzählungen stellen keinerlei Wertung dar. Koloman Stumpfmöger, letzte Knospe. Der Bauernrose, letzte Knospe, steht im Schnee. Weihnachten ist bald. Roland Vetter, Trost. Immer wenn der Winter naht, wird uns Menschen bange. Trauern müde, ohne Tat, und wir trauern lange. Grauer Nebel hüllt die Welt, trübt die letzte Helle. Bald deckt Schnee, der reichlich fällt, auch die grünste Stelle. Eisiger Frost lässt uns das Blut tief im Herz erstarren. Hinterm Fenster, ohne Mut, stehen wir und harren. Mahnt nicht die Vergänglichkeit, Welt, du bist verloren? Und doch ward zu dieser Zeit Liebe uns geboren. Thank you.
Klaus Günther im Elternhaus. Es ruhen Felder, Tier und Pflug. Die Stube wärmt. Der Wein im Krug steht auf dem Tisch. Daneben Brot. Im Fenster spielt das Abendrot. Die alte Uhr tickt leis und zag. Die Nacht verdrängt den Wintertag. Der Schnee beginnt zu fallen leicht, der Flocken mild die Bäume streicht. Im Stall brummt tief die braune Kuh. Der Brunnen über Nacht friert zu. Die Katze hinterm Ofen schnurrt. Die Mutter wacht, ihr Spinnrad surrt. Und manchmal hebt sie das Gesicht. Die Zimmerlampe haucht ihr Licht wie einen goldenen Odem aus. So warm ist nur ein Elternhaus. Klaus Günther im Winter. Der Winter hat seine Tage, wo Licht im Dämmern gerinnt, wo Stunden voll heimlicher Sage und goldener Märchen sind, wo Häuser und Bäume sich schmücken und Wärme die Herzen erreicht, wo Blinde einander erblicken, weil alles dunkel weicht. Seit Gott auf der Erdenreise das Weiß seiner Hände verliert, hat in behutsamer Weise der Schnee die Felder geziert und hat der Winter die Stunden ins Silber der Stille getaucht. Verirrtes hat heimwärts gefunden und Unrast ist verraucht. O Wärme in dämmernden Zimmern, wenn draußen das Sonnenlicht sinkt und bläuliche Stunden verschimmern, der Abend die Erde umschlingt. Thank you.
Klaus Günther Advent. Weit draußen steht ein einsames Haus. Aus Fenstern dringt ein wärmender Schein in Schneegestöber und Windgebraus. Und es schläft das Haus in Frieden ein, denn es webt in den Stuben ein seltsames Licht der nahenden Weihnacht. Krippe und Stall spiegeln sich traumleis im Kindergesicht aus dem Großen und Endlichen ein. Und draußen im tiefen, verschneiten Hain erglänzt eine Tanne im Sternenschein und friert nicht vor Kälte, Schnee und Eis, seitdem sie von Weihnacht und Liebe weiß. Theodor Storm, Knecht Ruprecht. Von draus vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so strolcht durch den finsteren Tann, da rief's mich mit heller Stimme an. Knecht Ruprecht, rief es, alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan. Alt und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen flieg ich hinab zur Erde, denn es soll wieder Weihnachten werden. Ich sprach, o lieber Herr Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo's eitel gute Kinder hat. Hast denn das Säcklein auch bei dir? Ich sprach, das Säcklein, das ist hier, denn Äpfel, Nuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern. Hast denn die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute, die ist hier, doch für die Kinder nur, die Schlechten, die trifft sie auf den Teil, den Rechten. Christkindlein sprach, so ist es recht, so geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's hierinnen find. Sind's gute Kind, sind's böse Kind. Die lettische Frau. Eine lettische Frau schob hin und wieder hungernden deutschen Kriegsgefangenen ein Stück Brot durchs Gitter des Lagers zu. So auch eines Tages im Dezember. Dabei wurde sie vom sowjetischen Lagerkommandanten ertappt, verhaftet und zur Rede gestellt. Keine der angedrohten drastischen Strafen schüchterte sie ein. Sie sagte dem Lagerleiter: Genosse Kommandant, als die Deutschen die Herren waren, brachten sie russische Gefangene hierher zur Arbeit. Die litten Not und ich habe ihnen Brot gegeben. Dann brachten sie Juden. Die hatten auch Hunger und ich habe ihnen Brot gegeben. Jetzt sind die Deutschen in diesem Lager Gefangene und leiden Hunger und ich gebe ihnen Brot. Und wenn Sie, Genosse Kommandant, das Unglück haben sollten, einmal hier Gefangener zu werden und Hunger zu haben, werde ich nicht zögern, auch Ihnen Brot zu geben.